Damit willkommen zur großen Kartoffelernte hier auf dem Community Server. Einmal mit dem ganz, ganz großen Grimmeroder hier. Ihr seht ihn hier stehen. Einmal den Ventor. Und ja, einiges ist noch zu ernten. Wir sehen es hier. Der Bereich hier unten, der steht noch an Kartoffeln. Hier vorne steht auch noch ein Stückchen. Der obere Teil ist schon komplett abgeschlossen. Das Ganze ist tatsächlich eine Mission. Die ist zu 70% abgeschlossen. Also ein Teil der Kartoffeln sind schon beim Landhandel gelandet. Ein Großteil liegt bei mir zu Hause. Den Grund dafür kann ich euch auch gleich nennen. Jetzt schwinge ich mich aber erstmal kurz hier auf den schicken Ernter hier drauf. So. Kamera. Gibt's eine vom Verladearm? Irgendwie nicht. Ach doch, da. Perfekt. Fahren wir mit dem einmal schön an unseren Anhänger ran. Bisschen vorwärts. So, jetzt sehen wir auch was und dann landet es auch perfekt da drüben. Ja, das ist nicht mein LKW, der da steht, aber ich kann euch verkünden, ich bin auf dem Weg zu einem LKW, denn eine Zugmaschine habe ich schon, mir fehlt nur noch hinten der Anhänger. War gestern im Angebot. Können wir schnell reinschauen hier. Fahrzeuge, genau hier. Das ist meine Maschine. Steht noch beim Händler, muss ich noch abholen. Aber ja, wir sind auf einem guten, guten Weg dahin. Jetzt würde ich sagen, Rohr können wir wieder einfahren, geht gar nicht hier. Dann schalten wir den ganzen Kladderadatsch hier mal an und fahren hier mal weiter, denn unser LKW-Anhänger ist noch nicht voll. Ich fange jetzt gerade hier mal alleine an. Später kriege ich dann direkt Unterstützung. Und dann gucken wir mal, ob wir heute hier das Stückchen Kartoffeln voll wegbekommen. Ich würde sagen, das sind noch so vielleicht 40%. Und ich erkläre euch mal, warum wir bei mir zu Hause am Hof einen riesen Haufen Kartoffeln hingesetzt haben. Vielleicht habt ihr den Anfang davon schon im Stream gesehen. Inzwischen ist der Haufen aber deutlich größer geworden. Wir können uns den im Verlauf des Videos gerne mal anschauen. Ist wirklich ein großer Haufen geworden. Und der Grund, warum wir das gemacht haben, ist folgender. Ich weiß nicht, es ist ein Bug. Ja, vielleicht hat euch der Bug auch schon mal betroffen, aber ihr seid euch denn dessen gar nicht so bewusst, woher das jetzt kam. Und zwar, wenn ihr auf einem Server spielt und ihr habt eine Mission angenommen. Zum Beispiel hier ernten. Da müsst ihr 80% der Mission einmal erfüllen durch das Abernten der Frucht vom Feld und 20% werden erfüllt durch das Abliefern dessen, was ihr geerntet habt. Plus ein Teil ist übrig und den Teil schenkt euch der Landwirt quasi, den könnt ihr für euch nutzen oder verkaufen, dafür Geld bekommen. Ja, jetzt ist es aber so, wenn man das Feld abgeerntet hat, vollständig abgeerntet hat, beziehungsweise, das ist Quatsch, was ich gerade erzähle, ich muss anders anfangen. Ihr habt das Feld noch nicht vollständig abgeerntet, aber ihr habt die 80% abgeerntet, die ihr abernten müsst. Und ihr habt die 20%, die ihr abliefern müsst, auch abgeliefert, sodass die Mission quasi abschließbar ist. Und der Teil, der euch zusteht, der steht noch auf dem Feld. Da passiert es dann manchmal, und ich glaube, dass es meistens passiert, wenn der Server irgendwie neu gestartet wird, dass die Mission sich auf einmal von alleine abschließt. Und ihr habt nicht mehr die Möglichkeit, den Rest auf dem Feld zu ernten. Und damit entgeht euch, ja, bares Geld quasi.
Und der Trick, das zu umgehen, den zeige ich euch gleich. Davor gibt es noch einen zweiten Grund. Es gibt ja auch so eine Mod, dass man quasi das Stroh bei Missionen für sich behalten kann. Da trifft dasselbe genauso zu. Da ist sogar noch ein bisschen ärgerlicher. Weil dann liegt zum Beispiel das Stroh auf dem Feld. Ihr wollt noch hin, wollt es abholen. Und da ist es sogar so, das kann einfach so über Nacht passieren, ohne dass der Server sich neu startet, habe ich schon beobachtet. Plötzlich ist die Mission, ja, abgeschlossen. Also das Geld bekommt man schon für die Mission. Das geht einem nicht verloren. Aber man kommt halt an das Stroh auf dem Feld nicht mehr ran. Ich heb mal aus und fahre mal kurz von der anderen Seite an den LKW ran. Das ist vielleicht ganz praktisch, wenn wir hier so in etwa in der Mitte des Feldes sind und von hier den LKW befüllen können. So, perfekt. Ja, dann ist die Mission auf einmal weg. Und euch entgehen wertvolle Früchte. Das ist mega, mega ärgerlich aus meiner Sicht. Da ist der Anhänger noch nicht mal voll geworden. Okay, können wir noch mal eine Runde fahren. Ja, und um das Ganze jetzt zu umgehen, um sicherzustellen, dass wir unsere Mission immer abschließen können und das Ganze nicht passiert, folgender Kniff. Alles, was wir ernten, lagern wir als allererstes Mal bei uns zu Hause ein. Denn solange die Mission nicht wirklich zu 100% erledigt ist, wird die auch nicht irgendwie automatisch aus Versehen abgeschlossen vom LS. Dann lagere ich meinen Hafer, meinen Weizen zu Hause ein. Und wenn ich dann das ganze Stroh vom Feld geholt habe, dann gehe ich her und lagere es bei mir zu Hause wieder aus und fahre das Ganze zum Händler, bringe es dahin, dann ist quasi der Transportteil auch abgeschlossen und siehe da, ich habe keine Verluste mehr. Bei den Kartoffeln ist es genauso. Problem ist nur, ich habe zu wenig Lagerraum zu Hause. Bei den Kartoffeln ist tatsächlich auch so, die will ich ungern alle zu Hause lagern, dann wieder aufladen und zum Händler zu fahren. Das wäre zu viel Arbeit. Deshalb habe ich schon geguckt, dass nur der Teil, der wirklich für mich übrig ist, zu Hause gelagert wird. Da ja, hat man über die Zeit so einen gewissen Erfahrungswert, wie viel das ist in etwa. Im Optimalfall ist es so, dass ich 99% von dem, wo ich transportieren muss, direkt an Landhandel liefern und dann zu Hause nur das letzte Prozent aufladen muss und noch zum Landhandel liefern. Und das mache ich dann, wenn das Feld komplett abgeerntet ist. Ja, und deshalb habe ich jetzt einen Riesenhaufen Kartoffeln zu Hause am Hof liegen. Ich hätte es natürlich auch sagen können, hey, ich habe keinen Bock, die Kartoffeln nochmal aufzuladen. Und ich verkaufe gleich einen Teil der Kartoffeln an einer anderen Verkaufsstelle. Das würde ja auch gehen. Aber es ist dann halt fatal, wenn ich mich verschätze in dem, was ich abgeben muss und was ich für mich habe. Und zudem, wenn wir uns den Kartoffelpreis aktuell anschauen, schauen wir hier mal rein. Wir haben jetzt Juli, der ist hier unten. Da kriege ich ja 50% mehr im Dezember. Also, da hätte sich ja fast schon ein Kartoffelbunker gelohnt zu bauen. Für das, was ich für die vielen Kartoffeln mehr bekomme. Das ist echt brutal. Ja, und aus dem Grund habe ich die erstmal zu Hause hingekippt. Da schmeiße ich dann später noch eine Plane drüber. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier den Teil des Feldes voll leergeräumt bekommen. Also ich schätze mal, ihr habt ja gerade vorher gesehen, 70% der Mission sind erfüllt. Ich schätze mal, dass davon 60% vom Abernten sind
und 10% vom Abliefern. Also wir müssten schon so in etwa die Hälfte abgeliefert haben. Und ich hoffe, dass der Teil, der jetzt hier noch steht, voll reicht, um das Ganze zu 100% abzuschließen. Vielleicht nochmal kurz zu dem, dass die Missionen automatisch abgeschlossen werden. Also, wenn ihr auf dem Server seid und hier gerade am Ackern seid, da ist es mir tatsächlich noch nie passiert. Meistens ist es irgendwie über Nacht oder so passiert, wenn ich mal gerade eine gewisse Zeit nicht auf dem Server war. Also es ist schon so ein bisschen strange, wann das passiert. Von dem her, ich kann da auch nicht irgendwie direkt sagen, wenn man so und so sich verhält, dann kann man den Bug umgehen. Also klar, so wie ich es gerade geschildert habe. Aber dass man die Mission ganz normal 100% abschließen kann und dass es dann nicht passiert, beziehungsweise dass man irgendwie gucken kann, wie kann ich den Bug zu 100% nachstellen? Denn es gibt auch Fälle, da machst du die Mission zu 100% fertig und es passiert einfach nicht. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch irgendwie speziell an der Karte hier. Weil ich meine, ich habe das auch schon auf anderen Karten gesehen. Ich glaube auf einer Giants-Karte jetzt noch nicht. Bin mir aber auch nicht mehr sicher, weil ich habe schon lang intensiv keine Giants-Karte mehr gespielt. Wie auch immer. Es gibt auf jeden Fall das Problem, dass es passieren kann. Können ja gerne alle mal, die bei denen das schon mal aufgetreten ist, unten reinschreiben in die Kommentare, dass ihr auch seht, hey, ja, bin jetzt nicht nur ich, der das erzählt, sondern es gibt auch noch andere, die davon betroffen sind. Ob da noch ein Fix seitens Giants kommt im LS22, ist aus meiner Sicht erstmal fraglich. Ja, will ich jetzt gar nicht auch irgendwie Giants für kritisieren, wenn da kein Bugfix in der Hinsicht mehr kommt, aber man muss halt auch sagen, wenn die jetzt schon an der Entwicklung von einem LS25 dran sind, wo sie intern sowieso wissen, ey, da wird engine-technisch oder in der und der Hinsicht dies, das, Ananas deutlich, deutlich besser, ja, dann lohnt sich das gar nicht, da irgendwie noch die Zeit in LS22 reinzustecken, um jetzt sowas zu fixen. Klar wäre es schön, klar würde ich es auch sehr begrüßen, aber ich glaube, da gibt es schlimmere Sachen, an die sie sich ranmachen sollen. Und für mich, ich bin da auch schon zufrieden, wenn es der Mac schnell ist, nicht mehr auftritt, sondern einfach von vornherein perfekt direkt funktioniert. So, jetzt sagen wir, bunkern jetzt ab. Das wird dann auch schon das letzte Mal sein. Dann muss der Anhänger hier voll sein. Dann fahren wir einmal runter zum Händler. Ich hoffe, ich lege mich da nicht bei ab. Und dann zeige ich euch auf alle Fälle schnell noch kurz den Haufen, der bei mir am Hof liegt. Der ist nämlich richtig, richtig schön gewachsen. 54%. So, ich würde sagen, wir fahren hier raus, heben aus. Fahren wir neben ran. Ich hoffe, ich bleibe hier nicht stecken. Zum Glück geht es eher bergab. Machen wir mal den Vento hier aus. Ab in den LKW rein. Genau, ich bin ja von da oben runtergefahren. Jetzt fahre ich hier Richtung Wald nach vorne. Dann ist dann eh Feldweg. Und dann müsste dann der Boden doch stabil genug sein, dass er die schmalen LKW-Reifen hier trägt. Das Feld hier habe ich auch niemals alleine geerntet. Also, wir haben einmal im Stream großen Brocken geerntet. Dann haben andere teilweise auch einzeln immer wieder hier fleißig geerntet. Und ich habe jetzt in letzter Zeit auch, weil ich für diesen Monat
mit den Arbeiten, die an meinem Hof anstehen, tatsächlich seit langem mal wieder vor Monatsende fertig geworden bin, ja, habe ich mir dann Zeit genommen, um hier ein bisschen zu machen, Kartoffeln zu ernten. Die haben es ja nicht ganz so eilig da, die sind gut geschützt im Boden. Und da habe ich dann nach und nach immer ein bisschen was gemacht und auch schon ganz schön viel geschafft, ab und an auch mit den Kollegen. Mit denen mache ich dann später gleich den Rest voll. Jetzt aber fürs Video dachte ich, ich habe so viel zu erzählen. Da erzähle ich euch die ganze Sache hier einmal schön in Ruhe. Weil es dann halt auch manchmal ein bisschen doof, wenn dann wieder jemand anderes zwischen reinquatscht. Da machen wir dann wieder andere Videos, wo die mit dabei sind. So. Da wird es gleich ganz schön steil runtergehen. Ganz vorsichtig hier. Hängt nämlich hier auch so ein bisschen die Straße, ist nicht ganz ungefährlich. Hier schnell mal ein bisschen berghoch. Bin ich gespannt. Ihr habt es ja gerade gesehen, was sind wir denn jetzt gefahren? Ganz genau 2 Bahnen, oder? Vor und zurück jeweils. Also insgesamt 4 Bahnen. Aber 2 Schleifen. Mal kurz reingucken, ob man das an der Mission sieht. Ja, wir sind 1% weiter vorangekommen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier den Anhänger abliefere, weil wir müssen Millionen an Liter Kartoffeln von diesem Feld abgeben, da werden die 60.000 hier, die sind Tropfen auf den heißen Stein. Das wird niemals 1% ausmachen. Außer wir wären zufälligerweise gerade an so einer Schwelle. Jetzt muss ich hier ein bisschen anbremsen. Der Nachbar hat fleißig hier Kleesilage gepresst. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Da. Hier rum. Und ich glaube, ich halte mal kurz hier. Wir springen mal kurz zu unserem Hof. Zeige ich euch kurz den aktuellen Haufen. Der ist hier hinten. Also das ist ein Zuckerrüben. Und hier neben dem Silo ist der Haufen. Ein riesengroßer Haufen. Also die Breite ist ja gar nicht so sehr mehr gewachsen. Hier hat der Kollege ein bisschen was davor gekippt. Hauptsächlich ist er hier in die Höhe gewachsen. Also der war die ganze Zeit, ich glaube, so vom Profil her, wie von hier nach hinten, da an der tiefsten Stelle. Und jetzt habe ich halt da noch ganz schön was drauf geschaufelt. Keine Ahnung, wie viele Liter das sind. Ist auf jeden Fall richtig viel. Aber ich kann es euch ja auch sagen, so für diejenigen, die es nicht wissen. Normalerweise ist es so, dass man so rund 20% übrig hat von dem, was man auf einem Feld erntet. Da lohnt sich aber ein Test nicht, da kann man auch nicht pauschal irgendwie jetzt wirklich fix sagen, es sind 20%. Es ist ein grober Richtwert, ja, nehmt es nicht zu genau, weil 20% übrig haben, es kommt ja darauf an, was haben wir für einen Boden, wie wurde das Feld davor gepflegt, gekalkt, gedüngt, gepflügt, gespritzt, ist Unkraut da oder nicht. Es sind ja ganz viele Faktoren, manchmal ist dann so, es gibt ja sogar einzelne Missionen, die aus dessen Gründen gar nicht abschließbar sind, weil man einfach zu wenig zum Abliefern hat. Und es gibt halt auch Missionen, die da hast du dann mehr übrig, da hast du dann 30-35% übrig. Ich hoffe einfach, dass es ziemlich gut hinhaut. So, kippen wir mal hier ab, den fetten Anhänger hier voll. Und dann gucken wir mal parallel, ob wir hier irgendwie 1% mehr kriegen, aber ich glaube es nicht. Nur wenn wir irgendwie kurz vor der Kippe stehen.
So. Ja, nö. Steht oben in der Ecke was? Auch nicht. Da steht nämlich dann manchmal so, jetzt x% von transportiert. Also die 20%, die den Transport aufschlüsseln, die schlüsseln das Spiel dann nochmal in 100% auf. Und selbst von den 100% habe ich jetzt keinen einzigen Prozent weiter geschalten. Jetzt bin ich irgendwo hängen geblieben. Das ist natürlich sehr doof. Wo hänge ich denn, hä? Hängt doch nirgends. Hä? Irgendwie unsichtbar an der Wand, an der Laterne. Irgendwie eine größere Kollision. So wie mir das scheint hier. Na gut. Ich kümmere mich da mal voll drum. Und dann geht's hoch ans Feld. Dann geht's gleich weiter. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Ich hoffe, ihr konntet mit der Information was anfangen und könnt es zukünftig ja, mehr aus euren Missionen rausholen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Euer Iltis. Ciao, ciao.